Denken Sie, digitale Transformation spielt für Sie keine Rolle? Nun, das sollten Sie noch einmal überdenken. Alle Unternehmen sind von der digitalen Transformation betroffen. Kein Geschäftsmodell wird in 10 bis 15 Jahren noch exakt so sein, wie es sich heute präsentiert. Ob ist deshalb keinesfalls die Frage. Es geht um das Wie. Denn sicher ist, dass die Digitalisierung alle Unternehmen betrifft. Der Unterschied liegt lediglich darin, wie stark sich der Wandel letztlich individuell ausprägen wird. Jede Organisation nutzt digitale Prozesse, beispielsweise über das Internet. Auch die Kunden informieren sich heute überwiegend auf digitalem Wege. Es gilt also zu prüfen, ob Ihr Unternehmen bereits entsprechende digitale Kontaktpunkte bieten kann. Aber digitale Transformation betrifft nicht nur das Internet, sondern auch Anwendungen wie etwa Software, die bei Betrieben jeder Größe im Einsatz ist. Und längst ist die Transformation in vielen Dimensionen greifbar. Hinsichtlich der Betriebsmodelle, der Produkte, der Services oder etwa der Kundenbeziehungen. Welche Bedeutung hat die digitale Transformation nun ganz konkret für Ihr Unternehmen? Geschäftsmodelle müssen auf ihre Value Proposition hin überprüft und neu gestaltet werden. Ein Beispiel: Automobilmarken wie etwa BMW entwickeln sich derzeit von Herstellern zu Mobilitätsdienstleistern und nehmen so eine neue Rolle im Markt ein. Aber auch innerhalb von Unternehmen verändert die digitale Transformation einiges. Interne Prozesse werden optimiert und automatisiert. Da wird sich im Marketing in den nächsten 10 Jahren am meisten tun. Und auch im Umgang mit Kunden verändert sich vieles. Die vielen neuen Touchpoints mit Kunden in der digitalen Welt erfordern es, Kundenkontakte neu zu orchestrieren und die Abstimmung zwischen Online- und Offline-Welt zu organisieren. Rivella ist es gelungen, mit einer 360-Grad-Touchpoint-Analyse bereichsübergreifend Marketing-, Vertriebs- und Sponsoring-Maßnahmen besser inhaltlich zu verknüpfen und zeitlich aufeinander abzustimmen. Diese gezielte Optimierung der Marktbearbeitung zusammen mit Produktinnovationen wie Rivella Pfirsich und Rhabarber stärkte die Marktposition von Rivella maßgeblich. Das Marketing wird durch die neuen Technologien einen enormen Schub in Richtung Automatisierung bekommen. Dennoch werden wir immer auch das Know-how und die Expertise von Menschen benötigen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.